Zur emissionsfreien Mobilität, zur Bahnpolitik und zum Radverkehr. Und jetzt geht es ganz schnell zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Bündnisgrünen haben drei Anträge zur Verkehrspolitik vorgelegt. Da geht es von der Bahnpolitik bis zum Radverkehr. Es geht um emissionsfreie Mobilität. Und das ist ein bisschen vor dem Hintergrund, dass die Grünen in ihrem Wahlprogramm einiges von dem, was hier jetzt gleich debattiert wird und auf Grundlage dieser Anträge ebenfalls stehen haben. Deswegen macht jetzt hier auch den Anfang Cem Özdemir für die Bündnisgrünen. Wir diskutieren mit viel Leidenschaft über die Zukunft des Automobils. Aber wir haben kein Benzin im Blut, sondern wir haben die Automobilwirtschaft und ihre Zukunft im Blick. Wer das nicht glaubt, dem empfehle ich einige sehr sehenswerte Videos über die letzten Parteitage von Bündnis 90 Die Grünen. Ich denke da beispielsweise an 2016, an die Rede des Daimler-Chefs Zetsche auf dem Bundesparteitag der Grünen, wo er mit den Grünen zusammen die Zukunft der Automobilwirtschaft erörtert hat. Ich denke aber auch an den letzten Bundesparteitag der Grünen in Berlin 2017, wo wir beschlossen haben, dass wir ab 2030 nur noch abgasfreie Fahrzeuge in Deutschland zulassen wollen. Wir machen es uns nicht leicht bei diesen Debatten, aber wir müssen zu so einer Debatte auch nicht zum Brigitte-Talk. Schließlich geht es um eine Schlüsselwirtschaft unserer Volkswirtschaft, um 800.000 Beschäftigte. Das muss man schon ernst nehmen, meine Kolleginnen und Kollegen. Es geht um einen tiefgreifenden Veränderungsprozess unserer Volkswirtschaft. Und wir sehen die Aufgabe der Politik darin, dass wir Veränderung vorantreiben, dass wir notwendige Rahmenbedingungen so gestalten, dass alle Marktteilnehmer am Ende eine emissionsfreie Zukunft haben. Und ich will mal sagen, wenn alle das so machen würden, wie der baden-württembergische Ministerpräsident mit seiner grün-schwarzen Koalition, da bräuchte man sich um die Zukunft der Automobilwirtschaft in Deutschland deutlich weniger Sorgen machen. Baden-Württemberg hat bereits ein Drittel mehr öffentliche Ladepunkte als beispielsweise das größere Nachbarland Bayern. Und die Landesregierung hat jetzt angekündigt, dass sie das Netz um weitere 2000 Ladepunkte ergänzen möchte. So geht Zukunft, meine Damen, meine Herren. Und es ist auch dringend notwendig für die Zukunft unserer Industrie, für die Zukunft unseres Landes. Denn Sie wissen, für die Hersteller ist der Weltmarkt entscheidend. Dahin verkaufen wir unsere Autos. Und ich kann Ihnen nur sagen, wer schon mal wie ich die Luft einer chinesischen Millionenmetropole eingeatmet hat, der weiß, dass der fossile Verbrenner keine Zukunft hat. Und ich will nicht warten, bis ein chinesischer Industrieminister oder ein chinesischer Oberbürgermeister über die Zukunft der deutschen Automobilindustrie entscheidet. Das müssen wir hier entscheiden. Da müssen wir aber auch hier die Zukunft anpacken und uns nicht fürchten vor der Zukunft, meine Damen, meine Herren. Schon jetzt wird jedes zweite E-Auto weltweit in China zugelassen. Indien hat angekündigt, dass sie ab 2030 nur noch abgasfreie Autos zulassen wollen. Porsche aus Stuttgart-Zuffenhausen in meinem Kreisverband hat diese Woche angekündigt, dass ab 2023 die Hälfte der Produktion emissionsfrei fahren soll. Wer bis 2023 die Hälfte der Produktion emissionsfrei schafft, wie der Porsche bei uns im Ländle, der schafft bis 2030 auch 100% emissionsfreie Fahrzeuge, meine Damen, meine Herren. Ich vertraue den deutschen Ingenieuren, ich vertraue der deutschen Wirtschaft, die können das. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass die Arbeitnehmerseite mit der IG Metall an der Spitze gesagt hat, Deutschland muss zum Schaufenster für die besten Umwelttechnologien beim Automobil machen. Recht hat die Arbeitgeberseite, und wir wollen mit Ihnen gemeinsam diese Zukunft anpacken, denn da geht es ja schließlich auch um Arbeitsplätze und die Familien. Die Arbeitnehmerseite, sorry, Sie haben natürlich recht, die Arbeitnehmerseite. Im Deutschlandfunk hat der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer das Ende des Verbrennungsmotors eingeleitet. Und die Zeit fragt in dieser Woche auf der Titelseite in großen Buchstaben, ist das Auto am Ende? Das heißt, die gesamte Welt diskutiert die Zukunft der Mobilität. Ich muss korrigieren, die gesamte Welt bis auf Alexander Dobrindt. Alexander Dobrindt diskutiert lieber eine unsinnige Maut
Ich hätte hier gern zukünftig einen Verkehrsminister sitzen, der mit den Arbeitnehmern, mit den Arbeitgebern die Zukunft des Autos in Deutschland diskutiert und keine Schwachsinnsmaut, die am Ende mehr Bürokratiekosten mit sich bringt als Ertrag, meine Damen, meine Herren. Die Bundesregierung tut bislang so, als ginge sie dieser Strukturwandel nichts an. Sie verabschiedet sich von dem selbstgesteckten Ziel, 1 Million Elektroautos auf die Straße zu bekommen, so mal kurz en passant, und die Kaufprämie stellt sich als Rohrkrepierer draus. Und das Ganze wird dann noch getoppt durch das Dieseldesaster von Herrn Dobrindt. Ich finde, wenn man die Folgen der Dieselkatastrophe anschaut, dann muss man doch sagen, Herr Dobrindt ist nicht der Verkehrsminister dieser Republik, sondern er ist der Bundesfahrverbotsminister. Denn seine Politik wird dazu führen, dass künftig Dieselfahrer in Deutschland ein dickes Handbuch brauchen, mit dem sie durch Deutschland fahren und dann schauen müssen, in welche Stadt sie noch reinfahren dürfen und welche sie nicht reinfahren dürfen. Wer denn solche Politik will, muss Herrn Dobrindt wählen. Wer dagegen will, dass diejenigen, die sich zu Recht auf ein Auto verlassen haben, als sie es gekauft haben, wo ihnen was versprochen wurde, der muss dafür sorgen, dass das Verursacherprinzip gilt, dass die Autos nachgerüstet werden, und zwar verursacht von denen, die es gemacht haben, die müssen dann auch zahlen. Die Autofahrer dürfen nicht die Gelackmeierten ihrer Politik werden. Ich will mich ausdrücklich bedanken beim Oberbürgermeister Reiter, SPD, übrigens Teil einer SPD-CSU-Koalition in der Landeshauptstadt München, die deutlich macht, dass die Kommunalpolitiker auf uns warten und sagen, wir können das Problem, das ihr uns eingebrockt habt, beim Diesel nicht ausbrocken. Deshalb, meine Damen, meine Herren, die Bundespolitik ist gefragt. Ich rate uns, dass wir der deutschen Automobilindustrie nicht das Schicksal von Nokia empfehlen. Sie wissen, was mit Nokia, dem einstigen Weltmarktführer, passiert ist, der auch glaubte, dass man das Smartphone ignorieren kann. Wer die Nokia-Strategie für die Automobilindustrie richtig findet, sollte die Große Koalition wählen. Wer dagegen will, dass das Auto von morgen in Deutschland hergestellt, erforscht und produziert und gebaut wird, muss uns wählen. Herzlichen Dank. Cem Özdemir, der Parteivorsitzende der Grünen und auch ja Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, der nutzt hier diesen Mix von grünen Anträgen, der hier vorgelegt wird zur Verkehrspolitik, um noch einmal die verkehrspolitischen Eckpunkte des grünen Wahlprogramms auch vorzustellen. Jetzt mit Steffen Bilger für die CDU-CSU-Fraktion geht es weiter in der Debatte. Ich denke, emissionsfreie Mobilität, das ist etwas, das wir uns alle ja durchaus für die Zukunft wünschen. Doch ganz so einfach, wie Sie es in Ihrem Antrag darstellen, ist es dann in der Realität eben doch nicht, aber immer der Reihe nach. Wenn man Ihren Antrag zu lesen beginnt, dann klingt ja vieles zunächst eigentlich begrüßenswert. Auf den vorliegenden 4 Seiten schreiben Sie zu Beginn, fasse etwas zusammen, Deutschland sollte auch im 21. Jahrhundert Vorreiter und Innovationsführer einer nachhaltigen Mobilität sein. Erneuerbare Energien sollen das Rückgrat zur Reduzierung von Schadstoffen und Emissionen auch beim Automobil werden. Das Auto der Zukunft ist vernetzt, zunehmend selbstfahrend und kombinierbarer Teil der Reisekette. Ich denke, bis dahin könnte man dem ja durchaus zustimmen. Liest man Ihren Antrag jedoch weiter, dann zeigt sich, dass Ihre Vorschläge zur Erreichung dieser Ziele in vielen Punkten einem Wunschdenken entsprechen. Und das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Die Realität ist komplex, und komplexe Probleme erfordern gut durchdachte, umsichtige und kluge Lösungen. Und das, meine Damen und Herren, das gilt ganz besonders im Autoland Deutschland. Wir haben Verantwortung für Arbeitsplätze und für die Zukunft dieser Schlüsseltechnologie, meine Damen und Herren. Es sind dauerhafte und nachhaltige Lösungen, die wir brauchen, um den großen Herausforderungen im Mobilitäts- und Verkehrsbereich zu begegnen. Der Personen- und Güterverkehr wird allen Prognosen nach in den nächsten Jahren noch einmal deutlich zunehmen. Und in einer hochmodernen Gesellschaft mit einer leistungsfähigen Wirtschaft sind wir auf eine schnelle, flexible und sichere Mobilität angewiesen. Auf der einen Seite diese Herausforderung, auf der anderen Seite muss der Verkehrssektor seinen Beitrag zu den Klimazielen leisten, und auch die lokalen Schadstoffemissionen, die dürfen wir natürlich keinesfalls aus dem Blick verlieren. Aber noch einmal, Deutschland ist Autoland, Wohlstand und Innovationskraft hängen eng mit der Entwicklung und dem Bau von Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten zusammen. Und damit das so bleibt, und da besteht gar kein Zweifel, muss Deutschland bei den Themen Elektromobilität und alternative Antriebe, aber auch beim automatisierten und autonomen Fahren und bei neuen innovativen Mobilitätskonzepten ganz vorne mit dabei sein. In der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode haben wir bereits viel unternommen, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten, weshalb ich auch ein Stück weit Bilanz ziehen möchte.
Erst kürzlich haben wir das Straßenverkehrsrecht so geändert, dass automatisiertes Fahren auf dem Weg zum autonomen Fahren auf deutschen Straßen möglich ist. Mit dem Elektromobilitätsgesetz haben wir Bevorrechtigungen für Elektrofahrzeuge geregelt und der Bund nimmt viel Geld in die Hand, wie beim Paket für die Elektromobilität mit der sicherlich umstrittenen Kaufprämie und aber auch vor allem dem Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur. Jüngste Zahlen nun, meine Damen und Herren, zeigen, dass die Förderungen langsam greifen und das Interesse steigt. Das Ziel, das wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, 1 Million Elektrofahrzeuge 2020, wird in Frage gestellt. Sicherlich allerdings haben wir auch noch andere Ziele vereinbart in der nationalen Plattform Elektromobilität, zum Beispiel 6 Millionen bis 2030, und dieses Ziel halte ich durchaus für realistisch. Umso wichtiger für den Ausbau der Elektromobilität ist aber die Ladeinfrastruktur. Anfang des Jahres gab es den Startschuss für den flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur, mit dem in den nächsten Jahren 15.000 Ladesäulen entstehen werden. Und ich bin sehr froh, dass dieses Programm sehr gut angenommen wird. Mit dem nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, das nun in seine zweite Phase gestartet ist, haben wir viele Fortschritte für den Einsatz der Brennstoffzelle im Mobilitätsbereich erzielen können. Auch der Aufbau eines flächendeckenden Netzes von Wasserstofftankstellen ist in vollem Gange, damit wir bis 2019 eine Grundversorgung garantieren können. Das ist unser Ziel, bis 2023 400 Wasserstofftankstellen in Deutschland zu etablieren. Jetzt wird man ja, wenn man sich mit den alternativen Antrieben beschäftigt, immer wieder gefragt, was wird sich durchsetzen? Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, Wasserstoff, andere alternative Antriebe. Ich glaube, die Frage ist für uns als Politik ja gar nicht so entscheidend, sondern wir müssen technologieoffen sein, eben dass wir auch weiterhin an der Spitze stehen in der Mobilität der Zukunft in unserem Land. Vieles ist also auf einem guten Weg, aber neue Technologien brauchen Zeit, um sich auch sozial und ökonomisch nachhaltig zu entwickeln. Ziel unserer Förderung muss es immer sein, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Technologien voranzubringen, damit sie am Ende des Prozesses eben ohne staatliche Hilfen und Subventionen auskommen. Nicht zuletzt muss die Energiewende weiter voranschreiten, denn eine Elektromobilität ohne erneuerbare Energien verlagert das Problem der CO2-Emissionen nur aus den Innenstädten hin zu den Kraftwerken. Nachhaltigkeit heißt, ökonomische, soziale und ökologische Aspekte in Einklang zu bringen, und nur dann kann eine erfolgreiche Transformation gelingen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie scheinen in Ihrem Antrag ganz genau das, was ich gerade dargestellt habe, völlig vergessen zu haben. Keine Frage, interessante Ideen sind enthalten, beispielsweise die Forderung, dass innerstädtische Flotten wie Lieferdienste, Taxis, Pflegedienste stärker in den Fokus genommen werden müssen, dass Hemmnisse im Wohn-, Eigentums- und Mietrecht beseitigt werden müssen. Das sind allerdings auch alles Punkte, die wir in der kommenden Legislaturperiode angehen wollen. Ihre Forderung hingegen, ab 2030 ausschließlich Autos mit abgasfreiem Antrieb zuzulassen, entbehrt jeglicher Grundlage, ist fernab der Realität. Als Politiker sind wir doch gefordert, die Autofahrer, die Mobilitätsnutzer mitzunehmen auf dem Weg der Mobilität der Zukunft. Aber wir sind hier nicht in einer Planwirtschaft, in der unrealistische Parteitagsbeschlüsse umgesetzt werden, ohne gründlich geprüft zu haben, ob diese Vorstellungen überhaupt realistisch sind. Und jetzt kann ich es Ihnen ja auch nicht ersparen, das bereits angesprochene Video noch mal zu thematisieren. Es wurde ja diese Woche schon einige Male im Bundestag angesprochen. Der Herr Kretschmann hat da ja sehr deutlich seiner Partei ein Stammbuch geschrieben, wo er die Probleme sieht mit solchen Beschlüssen, wie wenig realistisch er es hält. Ja, zum Beispiel hat er sich ja kürzlich einen neuen Diesel gekauft. Jedenfalls Aussagen von Herrn Kretschmann war, ihr habt keine Ahnung, es seien Schwachsinnstermine, die gesetzt werden mit dem Jahr 2030. Kollege Gastel, Sie haben ja dann darauf hingewiesen, es gäbe einfach unterschiedliche Rollen zwischen Bundestagsfraktion und Grünen in Regierungsverantwortung und die Bundestagsfraktion müsse ja schließlich auch ihr eigenes Klientel bedienen. Nun gut, diese Diskussion mögen Sie dann gerne innerparteilich führen. Jedenfalls ein realistischer Blick führt zum Ergebnis. Wir brauchen mittelfristig einen guten Mix von Elektroautos und Hybriden, aber auch Fahrzeugen mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren, die uns helfen, unsere gesteckten Klimaziele zu erreichen und Emissionen weiter zu vermeiden. Meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin ein großer Befürworter der Elektromobilität. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich kürzlich sogar von Arnold Fahrts, mit dem wir da immer auch spannende Diskussionen führen können, nach Dresden eingeladen wurde, dort auch für das Thema werben konnte. Ich sehe durchaus die Chancen der Elektromobilität.
Die Elektromobilität ist für mich die Zukunft, will aber auch nicht verhehlen, dass sie kein Allheilmittel ist. Und deswegen sollten wir auch nicht den Fehler machen, bestimmten Technologien den Vorrang zu geben. Förderung ja, aber Verbote nein. Und da trifft sich dann auch wieder die unterschiedlichen Denkweisen zwischen unserer Fraktion und denen der Grünen, wo es eben doch immer noch zu sehr um Verbote geht. Ich will jetzt hier keine Kommunal- oder Landespolitik machen, aber Stuttgart ist ja auch so ein Beispiel dafür, wo man jetzt sieht, wie der grüne Oberbürgermeister mit seinem Ansatz scheitert, wenn im Gemeinderat außer der grünen Fraktion keine einzige Fraktion den Vorschlag, Fahrverbote umzusetzen, in Stuttgart überhaupt unterstützt. Wir brauchen andere Lösungen, wir brauchen Maßnahmenpakete, wo wir auf Innovationen setzen, auf nachhaltige Mobilität und Fahrverbote vermeiden. Dann muss man was machen. Meine Damen und Herren, ich will zum Abschluss Danke sagen, auch allen Kollegen, die mit dieser Legislaturperiode ausscheiden werden. Ich will ganz besonders dabei Dirk Fischer erwähnen, der uns jüngere und neue Abgeordnete innerhalb der Unionsfraktion ja in die Verkehrspolitik eingeführt hat. Und ich freue mich nachher auf deine letzte Rede, lieber Dirk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Steffen Bilger. Nächste Rednerin, Sabine Leidig für die Fraktion Die Linke. Und es gab auch einen Wechsel im Sitzungspräsidium. Die Sitzungsleitung hat jetzt, wie Sie gehört und gesehen haben, Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin. Und es spricht jetzt Sabine Leidig. Ich bin erstaunt, dass die Grünen jetzt mit der CDU darum wetteifern, wer die Automobilindustrie am besten befriedigen kann. Ich kann sagen, aus unserer Sicht, aus der Sicht der Linken, stehen im Mittelpunkt die Interessen der Menschen, und zwar aller Menschen, die in unseren Städten und Gemeinden leben, aber auch die Menschen, die nicht hier leben, sondern im globalen Süden und die Opfer von Umweltzerstörung sind, das wissen Sie wie ich. Und auch die verlieren wir nicht aus dem Auge. Das ist unsere Perspektive und nicht die Gewinne der Automobilindustrie. Die Marktprognosen, ich zitiere mal hier einen Satz, die Marktprognosen versprechen bis zu 1 Million Elektromobile in den nächsten 5 Jahren. Das stand in der VCD-Zeitschrift Verkehr, und zwar vor einem Dreivierteljahrhundert, im März 1991. Das gleiche Ziel gilt immer noch, jetzt für das Jahr 2020. Und es wird wieder scheitern. Aktuell haben wir gerade mal 57.000 Elektroautos in Deutschland. Aber insgesamt haben wir 12 Millionen Autos mehr als 1990 auf unseren Straßen. Und das ist das Problem. Der Antrag der Grünen zur emissionsfreien Mobilität ist wirklich geprägt von männlicher Technikgläubigkeit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und vom Wunsch, das Auto als deutschen Exportschlager in der Welt zu behalten, wenn wir keine anderen Sorgen hätten. Es wäre viel, viel besser. Wir würden wirklich umweltverträgliche Mobilität entwickeln und dafür sorgen, dass auch andere davon den Gewinn haben und nicht deutsche Autos in aller Welt. Übrigens teilen Sie diese Ausrichtung auf den von Ihnen viel gescholtenen Verkehrsminister Dobrindt. Auch dessen Ziel ist es, deutsche Autos in alle Welt an erster Stelle zu setzen. Diese Ziele teilen wir wirklich nicht. Herr Özdemir, Sie haben ja gerade bejubelt, dass 2016 in China rund 500.000 Elektroautos verkauft wurden. Tatsächlich sind aber 2016 in China vor allem 28 Millionen konventionelle Kraftfahrzeuge verkauft worden. Und das, obwohl der chinesische Staat den Käufern von Elektroautos insgesamt rund 24.000 Euro pro Fahrzeug zahlt. Ich meine, das kann doch nicht wirklich Sinn der Sache sein, dass man Geld hinterher schmeißt, dass sich die Leute noch mehr Autos anschaffen. Das ist kein Beitrag zur sozial-ökologischen Verkehrswende. Und Elektroautos sind auch nicht der Inbegriff von moderner Mobilität in den Städten, wie es in dem grünen Antrag heißt. Auch mit Batterieantrieb stehen diese Fahrzeuge zum größten Teil der Zeit. Sie nehmen Spielplätze, den Raum für Spielplätze weg oder den Raum für Radwege oder sie stehen im Stau. Oslo ist heute die Stadt mit den meisten Elektroautos weltweit. Und zwar auch, weil man dafür insgesamt 20.000 Euro Förderung bekommt vom norwegischen Staat. Allerdings, Fakt ist, dass 60% dieser Elektroautos als Zweit- und Drittwagen angeschafft worden sind, dass insgesamt die Elektroautobesitzer mehr Auto fahren und dass die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zurückgegangen ist.
Also konkret im Ergebnis heißt Elektromobilität hier noch mehr Autos in der Stadt. Und das ist wirklich völliger Unsinn. Und wirklich schräg ist auch Ihre Behauptung, Elektroautos seien emissionsfrei oder gar sauber. Das ist doch wirklich eine grobe Täuschung. Sie wissen genauso gut wie wir, dass insgesamt, wenn man den Produktionsprozess in Betracht zieht und in Betracht zieht, dass für die Batterieproduktion viel mehr Energie gebraucht wird als für einen normalen Motor, die CO2-Emissionen von Elektrofahrzeugen nicht wesentlich geringer sind als von normalen Fahrzeugen. Aber dazu kommt, dass wirklich viele kritische Rohstoffe gebraucht werden zur Herstellung. Lithium nenne ich nur, Kobalt, es gibt noch andere, die unter katastrophalen Umweltbedingungen und unter menschenverachtenden Arbeitsbedingungen im globalen Süden ausgebeutet werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht weiter auf Kosten von anderen leben. Wir wollen wirklich vernünftige Auswege aus dieser Automobilgesellschaft finden. Und dafür gibt es probate Mittel. Dafür gibt es Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Übrigens haben auch die Grünen hier zwei Anträge vorgelegt zur Förderung der Bahn, zur Förderung des Fahrradverkehrs. Stecken Sie das Geld, das Sie hier zum Pampern der Automobilindustrie verschleudern, in den öffentlichen Nahverkehr. Stecken Sie das Geld in vernünftige Elektromobilität, in Straßenbahnen, in S-Bahnen, in Eisenbahnen. Damit tun Sie viel mehr für die Gesellschaft, und das fordern wir auch, für den sozial-ökologischen Umbau und auch für eine nachhaltige Mobilität, als wenn jetzt individuell noch mehr Elektroautos gefördert werden. Diesen Weg lehnen wir ab. Sabine Leidig war das für die Linksfraktion, die verkehrspolitische Sprecherin. Und jetzt am Rednerpult für die Sozialdemokraten der Abgeordnete Arno Klare. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich fasse mal zusammen, was ich so in den Reden gehört habe, gerade von Herrn Özdemir vor allen Dingen gehört habe. Erstens, die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir eine Verkehrswende machen. Würden Sie mir erst mal zustimmen? Zweiter Punkt, wir werden die Klimaschutzziele, die wir uns da gesetzt haben, auch nur realisieren können in Verbindung von Ökologie und Ökonomie, also wenn wir einen Business Case sozusagen haben, damit wir keine Deindustrialisierung betreiben. So, ja genau. Und wir werden diesen großen großen Transformationsprozess, den wir der Gesellschaft ja abverlangen, auch nur mit Akzeptanz hinbekommen, wenn wir dieser Gesellschaft eine Wohlstandsperspektive und damit eine industriepolitische Perspektive vorstellen. So, wenn Sie mir da zustimmen, diese drei Punkte sind der Grundtenor des Klimaschutzplans der Bundesregierung. Da steht da alles drin. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sozusagen als das große Novum verkaufen, ist schon längst formuliert. Jetzt zu einzelnen Punkten. In Ihrem Forderungskatalog, Punkt 1, da steht irgendwas von Treibhausgasneutralität im Jahr 2050, die der Verkehr erreichen muss, stimme ich Ihnen sofort zu. Absolut richtig. Und dann steht eben dieses eine Datum 2030, abgasfreier Antrieb. Ich will mich gar nicht an dem Datum aufhängen, sondern an der für Neufahrzeuge, sondern an der Tatsache abgasfrei. Was ist mit EE-strombasierten CH4? Da spreche ich nicht mehr von CNG, natural, sondern von CG, also von wirklich treibhausgasneutral hergestellten CH4. Und wenn ich das in Autos bringe und damit die Autos fahren lasse, sind die im Betrieb nicht abgasfrei. Aber die gesamte Mobilität, die dahinter steht, der gesamte Kreislauf, der ist treibhausgasneutral. Also bitte bedenken Sie das. Greenpeace hat vor wenigen Tagen hier im Hauptstadtbüro in der Marienstraße eine Studie vorgestellt, die jetzt sich nicht mit dem Thema allein befasste, sondern mit dem Speicherthema befasste und hat gesagt, wir müssen vermehrt genau auf diese Gastechnologie Wind to Gas setzen, um eben da voranzukommen im ökologischen Bereich. Und wenn Sie aber die abgasfreien Antriebe fordern, dann setzen Sie auf ein All-Electric-Szenario, das ich für falsch halte. Wohlgemerkt. Denken Sie doch mal drüber nach. Ich werde noch so ein paar Punkte durchgehen. Punkt 4, den Sie haben, Besteuerung von Dienstwagen nach CO2-Ausstoß, findet sofort meine persönliche und auch die der SPD-Bundestagsfraktion Zustimmung. Können Sie mal sagen, ist ganz toll, dass ich das sage.
Ich kann mich auch damit anfreuen, so ein Bonus-Malus-System, wie Sie hier vorschlagen, darüber nachzudenken. Ich bin auch durchaus bereit, mit Stefan Kühn haben wir gestern bei Uber darüber diskutiert, den § 2 Absatz 7 Personenbeförderungsgesetz, Experimentierklausel, etwas auszuweiten, um mehr Möglichkeiten zu schaffen. Waren wir uns gestern in der Diskussion auch einig. Was ich aber nicht will, ist, dass dann die Ubers dieser Welt sozusagen für die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen sorgen. Das will ich nicht. Und das will die Sozialdemokratie auch nicht. Insofern ist dieses Papier durchaus geprägt von vielen Dingen. Also Wagniskapital steht jetzt zum Beispiel, ob Sie jetzt unbedingt den Start-ups mit steuerlichem Forschungsbonus irgendwann Gutes tun, wage ich zu bezweifeln, die zahlen keine Steuern. Ja? Also damit befördern Sie die Großen, wohlgemerkt, und nicht die kleinen Start-ups. Das ist der eine Punkt. Ja, ein Steuerbonus, ein Abzug von was? Von der Steuerschuld, die haben die gar nicht. Also vorsichtig, ne? Vorsichtig damit, die brauchen direkte Zahlungen. Die brauchen das Venture Capital. So, wenn das der gemeint ist, dann schreiben Sie es klarer. Dann können wir das durchaus zur Basis nehmen, um eventuell in irgendwelchen Verhandlungen, die wir mal zukünftig führen, darüber zu reden. Insofern ist das, was hier steht, durchaus vernünftig. Vielen Dank. Danke, Arno Klare. Ja, dann kommt jetzt die Rede. Dann kommt jetzt die Rede von Dirk Fischer. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Grünen erheben in ihrem Antrag zur Bahnpolitik Vorwürfe, die unberechtigt sind, teilweise sogar gegen sich selbst gerichtet sind. Beispiel 1. Abschaffung des Interregios, Schwerpunkt in den Jahren 2001, 2002, während einer rot-grünen Bundesregierung, als die Grünen als Juniorpartner der Koalition sogar im Aufsichtsrat der DBAG gesessen haben. Ich habe seinerzeit als Sprecher der Opposition heftig dagegen protestiert, dass Herr Medorn überwiegend aus einem eigenwirtschaftlichen Personenfernverkehr in einen bezuschussten Nahverkehr gewechselt ist. Die Grünen haben nichts dagegen getan. Die Bahngewerkschaft forderte den Interregio zurück, auch mit dem Argument, 300 Reisekilometer in einem Interregio-Zug sei unzumutbar. Die Grünen haben der Gewerkschaft die kalte Schulter gezeigt. Beispiel 2. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, die Elektromobilität auf der Straße wörtlich mit neuen Steuersubventionen und mit einer Kaufprämie zu päppeln. Und Ihrem heutigen Antrag heißt der Titel: Mit sauberen Autos, Wettbewerbsstärke, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Automobilwirtschaft erhalten. Ich frage, was gilt denn nun? Beispiel 3. Die Grünen beklagen die geringeren Mautgebühren für Lastkraftwagen und verschweigen, dass der Bund in Brüssel seine EU-Binnenmarkterheblichen Mautgebühren genehmigt erhalten muss. Er muss den Kostennachweis führen. Und die Zinsen sind gesunken. Und deswegen mussten die Mautgebühren gesenkt werden, sonst hätte Brüssel gar keine Genehmigung gegeben. Und ich frage, warum sollte nach Ihrem Verständnis ein Bundesverkehrsminister sonst freiwillig auf Geld verzichten für die Infrastruktur? Beispiel 4. Die Grünen werfen Bundesverkehrsminister Dobrindt ein Durchwursteln vor, ohne seinen Erfolg bei dem deutlichen Investitionshochlauf für die Infrastruktur anzuerkennen. Das Gegenteil ist also richtig, und ich könnte dafür noch eine Fülle weiterer Beispiele nennen. Die Grünen erheben in ihrem Antrag zudem Forderungen, die entweder bereits umgesetzt oder sich auf gutem Wege befinden. Das ist teilweise verzeihlich, weil Ihr Antrag ja vom 22. November 2016 stammt und der Masterplan Schienengüterverkehr vom 23. Juni 2017. Es ist erfreulich, dass wir lesen können, dass wir auch viele Ziele gemeinsam vertreten und unterstützen. Aber daraus folgt gleichwohl, dass es nicht nötig ist, heute Ihren Antrag zu beschließen. Denn mit dem Masterplan Schienengüterverkehr ist wirklich ein großer Wurf gelungen, der sogar in der Tagesschau
es in die Tagesschau zur besten Sendezeit geschafft hat. Vertreter von Bahnverbänden und der Logistik, beispielsweise Allianz pro Schiene, BDI, DB AG, VDV, Deutsches Verkehrsforum etc. etc. und Bahnexperten aus Wissenschaft und Digitalwirtschaft haben sich unter der Leitung von Staatssekretär Odenwald mit dem Bundesverkehrsministerium auf einen umfangreichen Maßnahmenkatalog geeinigt, der die Stärkung des Schienengüterverkehrs zum Ziel hat. Damit ist auch die von den Grünen geforderte Reformkommission bereits erledigt. Es geht jetzt darum, die vereinbarten Sofortmaßnahmen möglichst rasch umzusetzen. Ertüchtigung des Schienennetzes für 740-Meter-Züge, Neu- und Ausbau der Hauptknoten im Schienennetz, Reduzierung von Anlagen- und Trassenpreisen, Bundesmittel für die Digitalisierung des Netzes und von Schienenfahrzeugen. Prognosen gehen davon aus, dass der Gütertransport auf der Schiene bis 2030 um 43% in der Verkehrsleistung wachsen wird. Und ich denke, die Regierungskoalition hat in dieser Legislaturperiode das einzig Richtige getan. Sie hat den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau der bundeseigenen Schieneninfrastruktur für die kommenden Jahre auf eine verlässliche Finanzierungsgrundlage gestellt, genauso wie es im Koalitionsvertrag steht. Wir haben dabei die Ziele der Bahnreform nie außer Acht gelassen, im Gegensatz, das muss ich einmal sagen, zur Opposition, die immer wieder mit ihren Anträgen das Aktiengesetz verletzen wollten, Maßnahmen ergreifen wollten, die den Bundeshaushalt in einem unrealistischen Maße strapaziert hätten oder nicht zu dem grundgesetzlich verankerten Aufgabengebiet des Bundes gehören. Deswegen mussten wir die ablehnen. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass die Schiene für den neuen Bundesverkehrswegeplan dort eine erhebliche, deutliche Aufwertung erfahren hat. Allein die Mittel für die Schiene liegen bis 2030 bei 112,3 Milliarden Euro. Das sind 41,6% der Gesamtmittel von 270 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu hat seinerzeit 2003 der rot-grüne Bundesverkehrswegeplan nur 72,3 Milliarden enthalten, also eine Steigerung um 40 Milliarden Euro. Mit dem neuen Schienenwegeausbaugesetz werden die Hauptachsen und Knoten deutlich gestärkt, da 87% der Mittel in großräumig bedeutsame Projekte fließen werden. 800 Kilometer Engpässe auf Schienen können in den nächsten Jahren beseitigt werden. Die Elektrifizierung wird deutlich vorangetrieben. Wir haben den Bundesverkehrswegeplan erstmals auch am Ziel eines Deutschlandtaktes mit bundesweit aufeinander abgestimmten Anschlüssen sowie leistungsfähigen Güterverkehrstrassen ausgerichtet. 3,3 Milliarden Euro und sind allein für den Ausbau von Schienenknoten und für den Deutschlandtakt vorgesehen. Die Bundesregierung hat mit Unterstützung der Koalitionsfraktionen mehrere Förder- und Bundesprogramme verstetigt und teilweise mit Bundesmitteln deutlich aufgestockt. Beispiele: Es gibt weiterhin 333 Millionen Euro für das restliche beim Bund verbliebene GVFG-Programm für große Nahverkehrsprojekte. Die Förderung des Neu- und Ausbaus bzw. Reaktivierung von privaten Gleisanschlüssen ist weiterhin mit 14 Millionen Euro jährlich ausgestattet. Förderung des kombinierten Verkehrs jährlich mit knapp 93 Millionen. Förderung der Schienenwege nicht bundeseigener Eisenbahnen, die Teil des Güterverkehrsnetzes sind, jährlich mit 25 Millionen Euro. Wir haben die Regionalisierungsmittel des Bundes für Investitionen und Bestellungen von subventionierten Nahverkehrsleistungen in 2016 auf 8,2 Milliarden erhöht. Die Länder erhalten insgesamt bis 2031 aus Bundesmitteln mehr als 150 Milliarden Euro für ein bedarfsgerechtes Angebot im Schienenpersonennahverkehr. Weiterhin erwähne ich die Schienenlärmsanierung, Förderung leiser Güterwagen, Modernisierungsprogramm für kleine Bahnhöfe, Seehafen-Hinterlandprogramme und. Wir haben in dieser Legislaturperiode umfangreiche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, um Neu- und Ausbauprojekte zu ermöglichen, in diesem Jahr 5 Milliarden Euro. Das sind 40% der Gesamtinvestitionen des Bundes in die deutsche Verkehrsinfrastruktur. Ich verweise auf den Abschluss der zweiten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung.
Damit wird Erhalt und Sanierung der bundeseigenen Schienenwege gesichert. Der Bund wird bis 2019 rund 20 Milliarden Euro für Ersatzinvestitionen in das Bestandsnetz investieren. Und nehme ich noch die Eigenmittel der DB AG hinzu, so wird bis 2019 eine Summe, die Rekordsumme von 28 Milliarden Euro, in das Bestandsnetz Schiene gehen. Das sind Zahlen, die nach meiner Auffassung klar für sich sprechen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben, liebe Kolleginnen und Freunde von den Grünen, seinerzeit als rot-grüne Bundesregierung dieses nicht zustande gebracht. Das muss ich feststellen. Verehrte Frau Präsidentin, gestatten Sie mir in meiner letzten Rede vor dem Bundestag auch einige persönliche Bemerkungen. Mit meinem heutigen Beitrag zur Bahnpolitik schließt sich für mich ein Kreis. Denn am 26.11.1981 erteilte mir der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Georg Leber, den wir alle immer nur Schorsch nannten, das Wort zu meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Auch dieses ist symbolhaft, denn Schorsch Leber war sowohl unter Bundeskanzler Kiesinger als auch unter Bundeskanzler Willy Brandt von 66 bis 72 Bundesverkehrsminister. Wir erinnern uns an den sogenannten Leberplan, der besagte die Verlagerung von Massengütern von der Straße auf die Bahn. Und ich darf wohl feststellen, dass dieses Thema seit 1966 bis heute immer noch nicht vollständig erledigt ist. Dann gibt es noch was Schöneres, denn Schorsch Leber sagte 66 auch, kein Deutscher soll mehr als 20 Kilometer von einer Autobahnauffahrt entfernt leben müssen. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht geschafft. Also, meine erste Rede habe ich damals gehalten zu einer großen Anfrage der CDU-CSU-Fraktion in Opposition mit dem Titel Deutsche Bundesbahn. Und das war verbunden mit der zweiten und dritten Lesung eines dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesbahngesetzes. Das war in Wahrheit die Bahnreform des Bundesverkehrsministers Volker Hauff, in deren Folge dann Rainer Gohlke Bahnchef wurde und Herrn Fast ablöste. Und ich muss feststellen, das war nicht die letzte Bahnreform. Dann haben wir 1993 die noch heute bestehende große Bahnreform beschlossen und aus einer Behördenbahn eine Aktiengesellschaft gemacht. Heute in meiner Rede durfte ich mich wieder mit diesem Thema Bahn auseinandersetzen und ich darf feststellen, dass bei mir also die Bahn parlamentarisch im Kreis gefahren ist. Nach 48 Jahren im Parlament, davon 37 Jahren im Deutschen Bundestag, habe ich mich stets und insbesondere mit der Verkehrspolitik zu Land, zu Wasser und zu Luft befasst und mich mit den jeweiligen Verkehrsträgern und ihrer Vielfalt von Verbänden und Unternehmen, auch mit den Interessen der Länder und Kommunen auseinandergesetzt. Es ist jetzt mit Sicherheit nicht genug Zeit, Bilanz zu ziehen, aber ich glaube, doch einige gute Werkstücke der Politik erzeugt und miterzeugt zu haben, die für Land und Leute gut gewesen sind. Aber ich will einschränkend sagen, niemand ist allein erfolgreich, sondern nur gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen verschiedener Fraktionen in wechselnden Koalitionen, mal Regierung, mal Opposition. Und dabei unterstützt von hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesministerium, in der eigenen Fraktion, denen hier auch ein großes Wort des Dankes gesagt werden muss. Und aus dieser Arbeit ist auch fraktionsübergreifend eine große Zahl vieler verlässlicher, menschlicher Beziehungen und Freundschaften entstanden. Ja, und dafür sage ich einfach nur herzlichen Dank. Aber ich bekenne auch ausdrücklich, dass ich nach diesen vielen Parlamentsjahren unverändert als begeistertes Mitglied unserer parlamentarischen Demokratie, die nach einem Zitat von Winston Churchill ja von allen schlechten Staatsformen immer noch die allerbeste ist, ausscheide. Und deswegen wünsche ich auch unserem Land, dem Parlament, dem Deutschen Bundestag eine gute Zukunft. Und lieber Dirk Fischer, Sie sehen, das ganze Haus bedankt sich bei Ihnen. Sie haben diesem Haus 37 Jahre als streitbarer Hanseat, ich komme weit aus dem Süden, das ist für mich auch noch mal was Neues,
als streitbare Hanseat ein Gesicht gegeben. Und wenn man den Fischer wirklich leidenschaftlich erleben will, dann muss man auf den Fußballplatz gehen. Auch dafür danke ich Ihnen für Ihre streitbare, leidenschaftliche Arbeit beim DFB, beim Norddeutschen Fußballverband, beim Hamburger Fußballverband. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie St. Paulianer sind oder HSVler. Wenn Sie... Ich weiß es nicht. HSV und Union Berlin. Oh, okay. Dann, wenn Sie HSVler sind, dann treffen wir uns zusammen mit Herrn Bosbach. Da bin ich schon verabredet, wenn die gegen Augsburg spielen. Aber St. Pauli, können wir auch mal hingehen. Also wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, dem streitbaren und leidenschaftlichen Kollegen Dirk Fischer. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Danke schön. Herr Dirk Fischer, der viel Applaus bekommt jetzt hier aus dem Haus und jetzt sicher noch die ein oder andere Umarmung und den ein oder anderen persönlichen Glückwunsch. Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat das, wie das hier üblich ist, bei letzten Reden für das ganze Haus stellvertretend getan. Dirk Fischer, seit 1980 war er im Bundestag und wie er selbst ausgeführt hat, fast die ganze Zeit in dem Ressort Verkehrspolitik tätig und hat hier dieses Ressort sicher mitgeprägt in den letzten Jahrzehnten. Jetzt geht es weiter hier in der Aussprache über drei Anträge der Grünen-Fraktion. Und es spricht jetzt Herbert Behrens für die Linke. Autoverkehr zur Schädigung des Klimas leistet und auch dem Versagen der Bundesregierung auf dieses Problem nicht angemessen zu reagieren. Und das wollen wir Ihnen nicht durchsetzen, nicht durchgehen lassen. Die Fraktion der Grünen hat Vorschläge gemacht, wie der Verkehr vom Automobil auf umweltgerechtere Verkehrsmittel übertragen werden kann, über die Bahn, aber auch wie das Fahrrad. Dagegen steht das völlige Kontrastprogramm der Bundesregierung mit den politischen Fehlern der verletzten vergangenen Jahrzehnte, die einfach fortgesetzt werden. Der Verkehrsminister verbreitet zwar immer wieder den Eindruck, dass er mit solchen Sprechblasen wie Mobilitätsrevolution an der Spitze der Bewegung steht und von Modernität spricht. Aber in Wirklichkeit reicht die Fantasie der Bundesregierung, wenn man genau hinguckt, nicht weiter als von der Fahrertür bis zum Fahrersitz. Vom Gesetz zum automatisierten Fahren über Bundesfernstraßengesellschaft bis hin zur Kaufprämie für Elektroautos, alles Geschenke für die Industrie. Und zwar arbeitet die mit systematischem Abgasbetrug, das wissen wir, unter den Augen der Öffentlichkeit, der Aufsichtsbehörden, und hat dazu beigetragen, dass wir den größten Skandal der letzten Jahrzehnte im Verkehrssektor hier zu beklagen haben. Und zwar zu Lasten der Gesundheit der Menschen, zu Lasten der Beschäftigten in der Automobilindustrie, die um ihre Zukunft bangen, obwohl sie ja dringend gebraucht werden für eine moderne Verkehrspolitik der Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit einem Jahr gibt es jetzt die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge. 600 Millionen Euro gibt es vom Staat, 600 Millionen angeblich von der Automobilindustrie, die über Rabatte finanziert werden sollen. Jeder von uns weiß, Rabatte gibt es bei jedem Autokauf. Ich weiß nicht, wo der Beitrag sein soll. Elektroautos werden von fast allen vertretenen Fraktionen hier im Bundestag als Heilsbringer verkündet und gefeiert. Bis vor kurzem standen diese Fraktionen auch geschlossen hinter dem sogenannten Umweltbonus, also der Kaufprämie für E-Autos. Ich bin froh, dass jetzt im Antrag der Linken zumindest eine Abkehr erkennbar ist und Sie ein Stück unseren Vorschlägen folgen, dass der Antrag der Grünen uns Linken an dieser Stelle ein Stück näher kommen, dass nämlich die Kaufprämie sehr, sehr kritisch zu sehen ist und längst nicht das hält, was sie eigentlich halten soll. Sie ist ein Etikettenschwindel, wenn wir von Umweltbonus sprechen. Mit diesem Bonus werden indirekt die großen Spritfresser subventioniert und der Hintergrund ist ganz simpel. Demnächst müssen die Fahrzeugflotten das Klimaziel 35 Gramm pro Kilometer einhalten. Das kann man mit den großen Limousinen nicht erreichen. Also bedarf es einer entsprechenden Umverteilung mit Elektroautos, damit er im Schnitt wieder eingehalten werden kann. Das ist keine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Das lehnen wir deshalb ab. Und mit anderen Worten, die Industrie hat hier ihre Dieselflotte mit dem Umweltbonus noch mal subventioniert. Das können wir in der Zukunft nicht zulassen. Wir brauchen eine echte Wende in der Verkehrspolitik. Darum brauchen wir eine echte Veränderung, auch bei den Mehrheitsverhältnissen hier im Bundestag. Vielen Dank, Herbert Behrens. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Birgit Kömpel.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wer unser Regierungsprogramm gelesen hat, der wird vieles aus dem Antrag der Grünen dort bereits gefunden haben. Denn für die SPD ist vollkommen klar, ein einseitiges Setzen auf fossile Antriebe hat keine Zukunft. Wir brauchen saubere, emissionsfreie und leise Antriebe, wenn wir auch in Zukunft individuell mobil sein wollen. Die Zukunft der Autos geht nur elektrisch, da sind wir uns einig. Aber natürlich als Sozialdemokraten denken wir auch an die Arbeitsplätze. Und da sind wir uns doch gar nicht, ja, lassen Sie mich doch ausreden, dann, da sind wir uns auch gar nicht, da sind wir überhaupt nicht so weit voneinander entfernt. Wichtig ist, und dafür danke ich den Grünen auch für den Antrag, wichtig ist, dass wir uns jetzt Gedanken machen, weil die Zeit läuft uns davon. Und neben der Förderung von Forschung im Bereich alternative Antriebe müssen wir dafür sorgen, dass wir einen sanften Übergang für die vielen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Automobilindustrie hinbekommen. Das Ziel der Grünen, ab 2030 nur noch Elektromotoren zuzulassen, halte ich persönlich ein bisschen für ambitioniert. Und wir haben gerade gelesen, Instrumente wie die Kaufprämie wirken auch noch nicht so richtig. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, nur zu sagen, das geht nicht, hilft uns hier nicht weiter. Hier müssen Lösungen her und Konzepte, die uns einen sanften Übergang in die neuen Technologien ermöglichen. Sehr hilfreich finde ich hier die Vorschläge unseres Kanzlerkandidaten Martin Schulz, die Agentur für Arbeit neu zu strukturieren. Wir brauchen bessere Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote und müssen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, sich in neue Bereiche einzuarbeiten. Wir brauchen Qualifizierung und soziale Absicherung. Und wir wollen auch die Bedingungen für Firmengründungen und Start-ups im Bereich Elektroantriebe und Batteriezellenfertigung entscheidend verbessern. Und wenn wir von Mobilität reden, dann denke ich als Abgeordnete aus Fulda und Vogelsberg natürlich vor allem an den ländlichen Raum. Anders als in der Großstadt können die Menschen im ländlichen Raum nicht immer auf ein funktionierendes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgreifen. Genau. Und Carsharing ist derzeit ein gutes Konzept für die Stadt. Trotzdem gibt es natürlich auf dem Land viele Menschen, die von A nach B kommen müssen. Also was tue ich? Ich setze mich in mein Auto und das tun viele Menschen auf dem Land. Oft sind es weite Strecken und viele weite Strecken, die wir fahren müssen und viele Menschen pendeln eben auch aus dem ländlichen Raum täglich in die Großstädte. Es gibt schon Modelle von Elektroautos, die eine große Reichweite haben von ca. 500 Kilometern und mehr. Aber jetzt machen wir uns mal ehrlich, die sind für den Otto-Normalverbraucher derzeit nicht erschwinglich. Das ist das Problem, ganz genau. Aber trotzdem, auch im ländlichen Raum lassen sich Konzepte entwickeln, mit denen Emissionen eingespart werden kann. Eine flächendeckende Breitbandversorgung und eine ausreichende Funknetzinfrastruktur sind die Voraussetzungen für emissionsbewusste Mobilität auch auf dem Land. Staatliche Förderung darf hier und muss hier nach beiden Seiten erfolgen, meine Damen und Herren. Und durch die Verbesserung unserer digitalen Infrastruktur können sich auch die Menschen im ländlichen Raum besser vernetzen. Dann können auch hier Konzepte wie Carsharing und Plattformen oder Apps für Mitfahrgelegenheit entstehen. Denn das ist umweltschonend und das ist auch erschwinglich für jeder Mann und Frau. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen tollen Sommer und freue mich darauf, Sie alle gesund und munter im September hier wiederzusehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Birgit Kömpel. Nächster Redner, Olli Krischer für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe gerade von Herrn Fischer so Namen gehört wie Georg Leber oder Volker Hauff als Verkehrsminister. Da kann man ja nur sagen, in diesem Land geht es auch abwärts manchmal, wenn man sich den aktuellen Verkehrsminister anguckt. Meine Damen und Herren, wo ist der überhaupt?
Wir sitzen hier zum wiederholten Mal, diskutieren die Mobilität der Zukunft, diskutieren die Zukunft der Autoindustrie. Und es ist ja ehrlich schon interessant, dass es die Grünen machen müssen, hier diese Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Und Alexander Dobrindt ist nicht da. Der hat offensichtlich Wichtigeres zu tun. Und das ist symbolisch für das, was hier in der Verkehrspolitik läuft. Und Herr Bilger, ich möchte an einer Stelle eines zu Ihnen sagen, weil Sie haben gesagt, das Ziel, nur noch emissionsfreie Mobilität ab 2030 zu haben, sei Wunschdenken. Nein, das ist eine existenzielle Frage für das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten, meine Damen und Herren. Darum geht es. Darum geht es, weil wir alle hier haben die Hände dafür gehoben und das Pariser Klimaabkommen beschlossen. Und das Pariser Klimaabkommen sagt, Mitte des Jahrhunderts, 2050, darf es keine Nettoemissionen mehr geben. Und wenn man weiß, dass ein Auto durchschnittlich 20 Jahre auf der Straße ist, dann wird man irgendwann um das Jahr 2030 nur noch emissionsfreie Mobilität zulassen können. Oder aber man sagt, Paris interessiert uns nicht. Wir heben zwar die Hand dafür, aber wir setzen uns nicht um. Das wäre dann ehrlich, wenn Sie das tun. Beides geht nicht. Entscheiden Sie sich, was Sie wollen. Und ich sage Ihnen auch, es geht nicht nur um Klimaschutz. Es geht nicht nur um Klimaschutz. Selbstverständlich werden wir die Mobilität verändern müssen. Selbstverständlich werden wir in den öffentlichen Verkehr, in den Radverkehr investieren müssen. Aber die Automobilindustrie ist die wichtigste Industrie unseres Landes. Und ich will nicht, dass möglicherweise noch vor 2030 ein in Ostasien gefertigter E-Golf in Bremerhaven vom Schiff rollt und dann unsere Automobilindustrie den Bach runtergeht. Das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. Dafür müssen wir uns aufstellen. Und dann muss man sich mal angucken, da habe ich ja viel über Wünsch dir was gehört, was man sich in dieser Regierung alles vorstellen könnte, was man machen könnte. Sie regieren seit 4 Jahren. Sie hätten hier machen und handeln können. Das ist der letzte reguläre Sitzungstag. Und da kann man sich beispielsweise Ihre Kaufprämie angucken. Ich habe das selber am eigenen Leib praktiziert, habe mir ein Elektrofahrzeug gekauft. Und was haben Sie gemacht? Die Kaufprämie kommt bei den Menschen, die kaufen wollen, gar nicht an, weil die Händler und die Autoindustrie das einsacken. Die Fahrzeuge kosten vor der Kaufprämie genau das Gleiche wie danach. Ihre Kaufprämie verpufft, und das sieht man auch daran, dass Sie gerade mal 11.000 Fahrzeuge in Deutschland gefördert haben, bei 3,4 Millionen Zulassungen pro Jahr. Das ist im Promillebereich. Das ist lachhaft. Und das nennt sich bei Ihnen Leitmarkt, weltweiter Leitmarkt für Elektromobilität. Eine größere Bankrotterklärung, meine Damen und Herren, kann es nicht geben von dieser großen Koalition. Und Frau Merkel hat das ja inzwischen offen zugegeben, 10 Jahre, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020, das hat sie seit 2007 zehn Jahre lang vor sich hergetragen. Sie ist weiter von diesem Ziel entfernt. Und wie in dieser Bundesregierung üblich beim Klimaschutz, bei den erneuerbaren Energien, bei der Energieeffizienz, überall macht man das, wenn das Zieldatum näher rückt, werden die Ziele einfach weggeräumt. Meine Damen und Herren, das ist nicht zukunftsfähig, das ist das Gegenteil. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und politische Steuerung, damit die Industrie sich auch darauf einstellen kann. Das ist die Zukunft. Und wir Grüne wollen, dass nicht am Ende es so geht, dass die Menschen in Wolfsburg, in Stuttgart, in München abends ins Bett gehen und in Detroit aufwachen. Wir sollten aus den Fehlern von anderen lernen und klare Rahmenbedingungen setzen für die Zukunft der Automobilindustrie, für eine nachhaltige und emissionsfreie Mobilität. Darum geht es. Das ist Zukunftspolitik für unser Land. Und diese Zukunftspolitik wird von dieser Bundesregierung und diesem Verkehrsminister verweigert. Dankeschön. Oliver Grischer war das für die Bündnisgrünen, deren stellvertretender Dank, Fraktionsvorsitzender. Und ihm folgt jetzt Gero Storjohann für die CDU-CSU-Fraktion. Er sitzt im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Frau
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das mit meinem Namen immer so schwierig ist. Ich bitte noch vielmal zum Entschuldigen. Ja, wie spricht man denn richtig aus? Einfach Storjohann, ganz einfach. Storjohann. Aber Sie sind nicht die Einzige, die das Problem haben. Insofern. Also, nächster Redner, Gero Storjohann. Hey, ja, guck an. Pass auf. Auch die Präsidentin des Landes. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zaghafter. Kann man bitte noch mal bei 8 Minuten einstellen, weil da kann er nur wirklich nichts dafür, dass ich seinen Namen nicht aussprechen kann. Gibt es eine Zwischenfrage, dann kriegen wir das auch wieder. So, jetzt sind Sie dran. Ich bin froh, dass wir in der letzten Debatte dieses Jahres noch über Radverkehr sprechen dürfen. Dafür herzlichen Dank an die Grünen. Wir haben den Antrag intensiv auch im Ausschuss beraten. Einige gute Anregungen sind drin gewesen, einige Dinge, die schon erledigt worden sind und viele Dinge, die noch vor uns liegen, aber die nicht unbedingt in der Kompetenz des Bundes liegen. Sie wissen alle, wir haben ein föderales System. Und wenn wir hier kraftvoll beschließen, dass der Radverkehr in den Städten gefälligst anders zu organisieren ist, dann ist das nett. Aber dafür sind die Kommunalpolitiker zuständig mit Unterstützung der Landespolitiker. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir über Radverkehr sprechen. Wir haben eben Dirk Fischer würdig hier abgefeiert. Und mit Dirk Fischer als Arbeitsgruppenvorsitzender verbindet mich natürlich die gemeinsame Grenze unseres Wahlkreises. Und als ich 2005 zuständig wurde für Radverkehr und ich dann stolz berichtete, wie ich mit meiner Familie durch Deutschland fahre und immer so 50 bis 70 Kilometer mache, da war er nur immer abfällig dabei zu sagen, er fährt 130 am Tag und da macht er richtig Speed mit technischer Unterstützung, aber das weiß ich. Also, Radverkehr ist ein Verkehr, der in den letzten Jahren, ich sage mal seit 2000, wichtig geworden ist und an Bedeutung gewonnen hat und auch politische Bedeutung errungen hat. So, Radverkehr ist sehr vielfältig. Wir haben das Fahrradfahren als Ausgleichssport. In meiner Jugend war Tennis Ausgleichssport. Dann kam das Golfspielen bei den Herrschaften. Die gingen vom Tennis weg zum Golf. Und jetzt wird es immer schwieriger, sich zu organisieren, Partner zu finden. Neuerdings fahren die Rentner Fahrrad. Jeden Tag 30, 40 Kilometer. Und sie fordern auch eine entsprechende Infrastruktur. Fahrradfahren ist wichtig für Pendler. Immer mehr Firmen orientieren sich an den Bedürfnissen der Fahrradfahrer, dass sie Duschmöglichkeiten zur Verfügung stellen und dass sie Abstellmöglichkeiten stellen. Alle kennen wir Felgenkiller, sie werden alle inzwischen umgerüstet. Fahrradfahren in der Stadt ist inzwischen auch ein Problem. Vor 5, 6 Jahren war das in Berlin kein Problem, hier vernünftig Fahrrad zu fahren. Inzwischen sind es so viele Fahrradfahrer. Wir kennen alle die Fahrradfahrer, die sich nicht an die Regeln halten. Aber inzwischen, wenn man sich als Fahrradfahrer in Berlin nicht an die Regeln hält, läuft man Gefahr, dass man mit meinem Fahrradfahrer zusammenstößt. Und deswegen macht es eigentlich deutlich, dass die Infrastruktur in der Stadt zurzeit nicht für Fahrradfahrer optimal ist. Wir müssen da enorm was tun. Und jetzt ist die Frage, was wir als Bund dort machen können. Erstmal finde ich es wichtig, dass wir über Fahrradverkehr sprechen. In letzter Zeit ist uns das gelungen, durch die Initiative Radschnellwege auf Bundesebene zu fördern. Durch diese Maßnahme sind die Kommunen, die Kreise als auch die Länder gezwungen, eine vernünftige Netzstruktur in Zuführung auch auf Radschnellwege zu diskutieren und auch auf den Weg zu bringen. Es werden jetzt überall Pläne gemacht, wie man am besten den Fahrradverkehr bündeln kann und wo man auch Radschnellwege auf den Weg bringt. Die Radschnellwege werden wir mit 25 Millionen in diesem Jahr anfördern. Und zwar neu ist, dass dort auch dann die... Entschuldigung. Es geht doch erstmal darum, dass wir eine Planung machen. Und neu ist, dass wir die Planungskosten vom Bund jetzt auch schon den Ländern, den Kreisen, den Kommunen erstatten. Das war sonst immer erst in der Bauphase, wo diese Kosten erstattet wurden. Deswegen ist jetzt auch ein Impuls gegeben, fangt an zu planen. Und dann kann es losgehen. Zurzeit haben wir, vor 2 Wochen gab es bereits 81 Projekte, die auf Bundesebene angemeldet worden sind für Radschnellwege. Das ist ein Volumen 800 Millionen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir im nächsten Jahr mindestens 100 bis 150 Projekte in Deutschland erleben werden mit einem Volumen von mindestens 1 Milliarde. Das wird nicht alles in einem Jahr gebaut werden können, aber es wird letzten Endes den Weg zeigen, den wir auch finanziell gehen werden. Wir werden also in diesem Bereich mehr fördern müssen und das ist auch gut so. Denn der zusätzliche Verkehr, den wir in den Städten jetzt bemerken, im Bereich Auto als auch Lkw,
Wenn wir diesen zusätzlichen Verkehr, der kommen wird, auf das Rad bringen, werden unsere Städte weiterhin einen Verkehrsfluss haben und nicht wie in anderen Metropolen dieser Welt, nämlich Sao Paulo, Rio de Janeiro, da steht der Verkehr. Und in Deutschland haben wir eigentlich ein gutes System, das ÖPNV, ein gutes Autobahnsystem, Schienensystem, aber jetzt geht es darum, ein Fahrradsystem da noch intelligent zu integrieren. Wenn wir also die Bündelung von Verkehren und die Beschleunigung von Radverkehren hinbekommen, dann profitieren alle Verkehrsteilnehmer. Wir brauchen also intelligente Verkehrsverlagerung und da spielt das Rad eine große Nummer. Schon heute nutzen 45% aller Arbeitnehmer Multimodalität. Und die Bundesregierung hat den Nationalen Radverkehrsplan 2020 genutzt, um hier auch speziell den Radverkehr zu fördern. Wir haben viel erreicht. Wir haben Mittel aus der Städtebauförderung auch genutzt, um anteilig Radverkehrsinfrastruktur zu finanzieren. Der Beitrag zum Klimaschutz ist unbestritten. Und das Parlament hat auch nach Zeiten der Krise, der Finanzkrise, die Mittel für Radverkehr wieder erhöht. Inzwischen haben wir 130 Millionen, unter Zeiten der Grünen waren es mal 100 Millionen, jetzt sind wir bei 130 Millionen für Radverkehr als Parlament beschlossen. Diese 130 Millionen, da stehen 98 Millionen von zur Verfügung für Radwegebau an Bundesstraßen, 1,3 Millionen. Das war mal ein Projekt, das man mit 5 Millionen anfing, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zur Ertüchtigung von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen. Das ist mehr touristisch. Aber wir sehen, wie schwierig das ist, obwohl wir Geld zur Verfügung stellen, die Verwaltung, die Bundeswasserstraßenverwaltung und die Kommunen dazu zu bringen, dieses Geld zu nutzen und Betriebswege dann auch in Fahrradwege umzuwidmen. Hier stehen wir weiter dazu und müssen weitere Anstrengungen unternehmen, dass das auch abgerufen wird, das Geld. Wir haben weitere Mittel von 3,7 Millionen aus dem Topf der Städtebauförderung genommen und wir haben als Schaufenster Elektromobilität bei dem Projekt E-Rad-Schnellweg 485.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Haushälter haben sich intensiv mit allen kleinen Facetten im Radverkehr schon beschäftigen dürfen und auch unseren Wünschen Rechnung getragen. Meine Damen und Herren, die Grünen haben viele Dinge auf den Weg gebracht. Sie haben viele Dinge hier angesprochen. Ich danke dafür. In Schleswig-Holstein arbeiten wir jetzt zusammen, Herr Gaste. Ja? In Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren nicht viel im Radverkehr gelaufen, kann man sagen, war ein anderer Verkehrsminister. Insofern freue ich mich auf die neue Zusammenarbeit und gucken wir mal, ob wir Impulse vom Bund auf die Länder auch wirklich durchreichen können. Wie das nun in Baden-Württemberg ist, das können Sie selbst viel besser beurteilen. Ich freue mich jedenfalls in der nächsten Legislaturperiode drauf, dass wir hier noch mehr Gas geben können, denn Radverkehr ist wichtig und wenn wir alle dazu einstehen und Radverkehr nicht schlecht machen, sondern sagen, jawohl, auch dieser Bundesverkehrsminister hat Radverkehr gefördert, dann sind wir auf einem guten Weg. Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und es gibt noch viel zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Gero Stohr-Johann. Nächste Rednerin, Dr. Birgit Mannlächer-Nissen für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Stohr-Johann hat ja gerade über den Radverkehr gesprochen. Und wenn ich das gewusst hätte, dass er gerade vor mir spricht, dann hätte ich vielleicht doch mich zum Thema emissionsfreie Mobilität für die Schifffahrt wieder entschieden und über saubere Häfen gesprochen. Aber ich bin der festen Überzeugung, die beste Energie ist immer die, die nicht verbraucht wird. Deswegen beginne ich mit einer Frage. Was haben Vulkane mit der Erfindung des Fahrrads zu tun? Und für mich als Geologin, ich habe mehr als 20 Jahre über Vulkane geforscht, ist das eben einfach eine spannende Frage. Vor 200 Jahren bewirkte der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien eine kurzfristige weltweite Klimaveränderung. Das war das Jahr ohne Sommer und es hatte schreckliche Hungersnöte zur Folge. Und es gab viele Opfer und unter anderem kam es eben auch zum massenhaften Sterben des damaligen Transport- und Verkehrsmittels, das war das Pferd. Und aus dieser Not heraus erfand Karl Dreis die Draisine, das Vorläufermodell des heutigen Fahrrads.
Und bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war ja das Fahrrad das Verkehrs- und Transportmittel, ja man kann sagen, der kleinen Leute, der Industriearbeiter und der Landarbeiter. Und es wurde dann durch die sich rasant entwickelnde Automobil für jedermann, eben auch preislich für jedermann möglich, überholt und abgelöst. Und Deutschland wurde Autoland. Das Fahrrad erlebt in den letzten Jahren neben dem hohen Freizeitwert, den Herr Storjohann erwähnt hat, und dem Wert für die Gesundheit eine Renaissance als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Das Fahrrad als Elektromobilität und Zukunft auf zwei Rädern ist das Symbol für eine emissionsfreie Mobilität geworden. Das entspricht auch dem Lebensgefühl vieler Menschen. Und es ist erneut der Klimawandel, diesmal aber nicht von einem Vulkan, sondern von uns selber gemacht, der klar von uns fordert, wir müssen Mobilität neu denken. Und wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir eben neben der Energiewende dringend eine Verkehrswende. Und die Verkehrswende braucht eben auch das Fahrrad. Mobilität neu denken heißt neue Prioritäten setzen und die Verkehrsträger, Straße, Schiene und das Fahrrad vernetzt denken. Moderne Mobilität braucht eine Neuausorientierung der Verkehrspolitik und der Infrastrukturplanung. Und die entscheidende Voraussetzung, der große Treiber, ist doch die Digitalisierung. Und es gibt für viele Städte, das haben wir bereits gehört, zum Beispiel Stadt Münster ist so eine Vorzeigestadt, wunderbare neue Mobilitätskonzepte. Münster ist auch Fahrradstadt, die man natürlich weiter fördern muss. Man braucht gar nicht nach Oslo zu schauen. Und beim Thema Oslo will ich vielleicht hinzufügen, dass man sich auch daran denken muss, wer finanziert die Elektromobilität und wodurch wird sie finanziert? Wodurch verdient Norwegen sein Geld? Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor kurzem habe ich eine Softwarefirma im Wahlkreis besucht und die entwickelt flexible, effiziente und emissionsarme Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum. Und da wird einiges an Strukturen, was wir so kennen, der Bus fährt so eine Strecke, ne, oder die Bahn, auf den Kopf gestellt. Und da müssen wir tatsächlich energischer, mutiger werden, um den ländlichen Raum attraktiv zu gestalten. Das ist eines unserer Zukunftsaufgaben. Und bei der Vernetzung des Radverkehrs müssen wir die Vernetzung des Radverkehrs eben stärker in den Fokus rücken, wenn wir ihn mit dem öffentlichen Nahverkehr vernetzen wollen. Und das Fahrrad als Verkehrsmittel denken, zum Beispiel auch für den Weg zur Arbeit. Und da komme ich zum nationalen Radverkehrsplan. Der Bund stellt ja 3,2 Millionen jährlich zur Verfügung. In diesem Plan werden Modellprojekte gefördert, zum Beispiel das Fahrradportal. Und genau die Kampagne mit dem Rad zur Arbeit ist dort sehr erfolgreich. Aber meine liebe Kolleginnen und Kollegen, allein fördern reicht nicht. Wir brauchen dringend eine Debatte über die Verteilung des öffentlichen Raumes, also zur Nutzerkonkurrenz vom Auto und Rad und Fußgängern. Und es sind nicht so viele Fahrräder in Berlin unterwegs, sondern es sind tatsächlich zu viele Autos in Berlin unterwegs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist der letzte Tag, dieser letzte Sitzungstag dieser Legislaturperiode. Und ich finde, wir haben sehr viel in der Großen Koalition erreicht im Verkehrssektor. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss und besonders natürlich bei meiner AG Verkehr. Ich finde, das war eine gute Zeit. Vielen herzlichen Dank. So, einen Redner haben wir noch zu diesem Tagesordnungspunkt, zu diesem verkehrspolitischen Debatte eigentlich auf Grundlage von drei Anträgen der Grünen-Fraktion. Aber hier wurde ja noch mal sehr grundsätzlich über ganz verschiedene Bereiche und Projekte in der Verkehrspolitik debattiert hier zum Ende der Legislaturperiode. Wie gesagt, jetzt der letzte Redner zu diesem Debattenpunkt, Hans-Joachim Schabedot für die SPD. Irgendwann war doch mal Schluss mit den Postkutschen. Wann das genau war, wer will das mit absoluter Sicherheit bestimmen? Aber ganz sicher ist, nie ist irgendwann jemand auf die Idee gekommen, den Siegeszug des Autos durch die Begrenzung der Nutzungsjahre für das Reiten und Kutschieren beschleunigen zu wollen. Wie so oft, das Bessere setzte sich auch hier durch. Die Grünen wollen nun die Schonfrist für klimaschädliches Autofahren 2030 auslaufen lassen. Sie versprechen sich davon den Siegeszug des Besseren. Es ist immer gut in der Politik, wenn man Ziele definiert.
Aber hat das Ganze nicht auch ein dirigistisches Geschmäckle, wie man im Musterländle des Automobils zu sagen pflegt? Warum 2030? Warum nicht 2035? Warum nicht 2029? Ist 2030 wirklich ein Schwachsinnstermin, wie Herr Kretschmann rügte? Ist die Erwartung wirklich absolut unrealistisch, dass es sogar noch schneller ginge? Der technische Fortschritt war gerade im Automobilbau schon immer Treiber des Besseren. Diesel- und Benzinfahrzeuge sind heute schon so Auslaufmodelle wie ihrer Zeit die Kutschen. Tja, der wird auch dann damit kein Geld mehr verdienen können. Kann die Automobilindustrie in Deutschland noch Leitmarkt und Leitanbieter sein, wenn sie auf diese ganz langen Auslauffristen setzt und darauf vertraut? Die nichtdeutschen Wettbewerber würden uns doch schnell den Rang ablaufen. Die IG Metall und die SPD, die haben im Rahmen der nationalen Plattform Elektromobilität seit Jahren eine bessere politische Flankierung der Elektromobilität gefordert. Doch unser Koalitionspartner hat den Knall erst nach Dieselgate gehört. Ähnlich, das wäre traurig, aber da kann ich Sie beruhigen. Ich glaube, die haben es auch verstanden. Aber ähnlich gilt das auch mit dem Knall, den keiner hören wollte, für viele Automobilhersteller. Wir haben so mindestens 2 Jahre verloren. Einige setzen immer noch auf verbesserte Dieselmotoren, Erdgas oder effizientere synthetische Brennstoffe. Deshalb frage ich mich, ob der Dieselknall vielleicht doch noch nicht laut genug war. Der Elektroantrieb, das autonome Fahren, das Teilen statt das Besitzen von Autos, das sind Eckpunkte für den Erfolg von morgen. Zulieferungen für Autos mit Verbrennungsmotoren, das ist sicherlich schon vor 2030 ein auslaufendes Geschäftsmodell. Es wird der Tag kommen, eher früher als später, wo niemand mehr eine Einspritzpumpe oder den Auspuff braucht. Die hier gebundenen Arbeitsplätze werden sich sicher so nicht erhalten lassen. Doch klar ist auch, alle Arbeitsplätze in der Automobilindustrie von heute wären massiv gefährdet, wenn wir den Anschluss an die Weltspitze verlieren. Die weitsichtigeren Automobilzulieferer investieren deshalb schon lange in eine Zukunft ohne Verbrennungsmotoren. Nötiger denn je wäre jetzt der Aufbau einer deutschen Batterie- und Zellproduktion. Konsortien könnten dabei das deutsche Know-how und Investitionskraft bündeln. Fazit: Ich bezweifle, ob wir Fristsetzungen wirklich benötigen, um der deutschen Automobilindustrie auf einen richtigen Weg zu zwingen. Wer in Zukunft mit Autos in unserem Land Geld verdienen will, der muss jetzt umsteuern. Tesla und die chinesischen Autobauer werden jedenfalls nicht warten, bis die ganze deutsche Automobilindustrie verstanden hat. Die Politik kann sie leider auch nicht zum Jagen tragen. Vielleicht könnte man dem Begehren der Grünen, dem ich ja sympathisch gegenüberstehe, noch einen letzten Warnschuss zuerkennen, auch wenn meine Fraktion den nicht mit abfeuern wird. Doch es gibt Besseres als das Drohen mit dem grünen Zeigefinger. Wir müssen die Mitbestimmung der Beschäftigten und der Gewerkschaften stärken. Damit stärken wir zugleich die Durchsetzungskraft für den Ausstieg aus dem Zeitalter des Verbrennungsmotors hin zur emissionsfreien Mobilität. In der Auseinandersetzung mit den Schlafmützen an den Schaltstellen der industriellen Zukunft vertraut die SPD mehr auf den Stachel der Unternehmensmitbestimmung als gelegentlichen grünen Nadelstichen. Hans-Joachim Schaberoth war das für die SPD-Fraktion der letzte Redner. Die grünen Anträge hier, die haben Sympathie gefunden bei den anderen Fraktionen, beispielsweise den Radverkehr konsequent zu fördern, durchaus. Aber sie werden hier im Plenum keine Mehrheit finden.